Wiesengauer-Wahl. Liebe Wiesengau, die Gemeinde, wie jedes Jahr hier ganz exklusiv bei unserem Ochsentoni. Ochsentoni, wie geht's euch dabei? Es geht gut, wir sind zufrieden. Also Ochsen und mir und der Familie geht's gut. Wir sind glücklich. Wie hast denn deine Ochsen dieses Jahr vorbereitet? Meine Ochsen habe ich vorbereitet und einen ganz traurigen Vorwand. Mein Lukas, der jetzt 10 Jahre mitgegangen ist, ist vorgestern verendet. Mein Lukas gibt es nicht mehr. Das ist eine traurige Nachricht. So traurige Nachrichten kurz vor der Wiesn will eigentlich keiner so gern haben, oder? Und das hast, aber du hast doch bestimmt einen würdigen Ersatz, oder? Ein Wickerl. Ja, zeig einmal den Wickerl. Hallo Wickerl. Servus. Wickerl. Den haben wir da oft noch. Wickerl ist noch nicht so mediengeil, den kriegen wir aber noch. Meinst du, den kriegen wir nächste Jahr, dass er mal ein paar Worte mit uns redet? Der redet mit Sicherheit, wenn er feststellt, dass der Kameramann auch Ochs ist. Sag mal, und also der Wickerl und wer ist er nachher? Das ist der Muckerl. Hallo Muckerl. Der Muckerl ist schon 6-mal oder 7-mal dabei. Das ist auch ein ganz friedlicher eigentlich. Ja. Sag mal, Ochsentoni, jetzt habe ich eine ganz wichtige Frage. Wie betrachtest du denn die Entwicklungen des Internets dieses Jahr? Internet, da kommst du jetzt zu mir gerade recht. So was habe ich nicht. Immer noch nicht. Nein, und ich mag auch keins. Ich mag im Frieden leben. Und mein Nachbar, der Bub ist mein Nachbar, der hat sowas, aber ich persönlich brauche das nicht. Ich mag mit meinen Enkeln und mit meinen Ochsen leben und dann bin ich glücklich. Ist das der Wahnsinn? Ochsen und kein Internet? Aber nein. Wir sagen es schon, wenn irgendwo was ist oder wenn ich drin bin. Zeig dir dann dein Bub wenigstens das Video. Das sag ich alles, aber selber weiß ich nicht, wo man die Sachen einschalten und wie man das. Das kann ich nicht. Aber ich sehe alles. Du siehst aus. Bei uns draußen war einmal ein Bauer und der hat mit den Ochsen Hopfen gackert. Also einen Hopfen drin gackert. Und dann hat er mit den Hirnläufen die Hopferriemen runtergerissen. Dann hat sich der Bauer von Ochsfonden so hingestellt. Dann hat er gesagt: Du Hund, du Verrechter, ich wünsche dir nichts Schlechtes, aber heiraten sie es müssen. Dann war er vielleicht entspannter gewesen, gell? Was wünschst du unseren Zuschauern für die diesjährige Wiesn? Dass nichts passiert wird. Und es wieder passt, dass die Wirte einen Erfolg haben, weil dann können wir uns nächstes Jahr wieder zahlen. Super, dann sehen wir uns vielleicht nach dem Automass. Ja, das kann sein. Schauen wir mal. Ja. Mach's gut, danke dir. Macht's besser, pfiat euch.